Eines der vielen Wunder des Koran ist seine immerwährende jugendliche Frische. Er bewahrt diese seine Jugendlichkeit und Frische in jedem Jahrhundert, so als wäre er gerade erst herabgesandt worden. Er ist eine Predigt des Urewigen und wendet sich an allen Schichten der Menschheit aller Jahrhunderte gleichzeitig. Der Koran geht auf jedes Jahrhundert ein und erteilt ihm seinen eigenen Unterricht. Wir werden uns in dem Fall mit einer bestimmten Sure auseinandersetzen, die viele Wunder über das Element Eisen offenbart. Betrachten wir nun die Erwähnung eines so wichtigen Metalls für das Leben und alle Lebewesen aus der Perspektive des Korans. Im Heiligen Koran wird in der Sure Al-Hadid, also in der Sure das Eisen, auf das Element Eisen aufmerksam gemacht. Dort heißt es: Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen. Hier wird im Originalen Be'anzalna Hadid erwähnt, was so viel heißt wie Wir haben das Eisen herabgesandt, welches ein wissenschaftliches Wunder verbirgt. Durch moderne astronomische Forschungen hat man herausgefunden, dass das Eisen auf der Erde und im Sonnensystem von den gewaltigen Sternen aus dem Kosmos kommt, denn die Temperatur der Sonne ist nicht warm genug, um das Element Eisen hervorbringen zu können. Das Eisen kann nur durch erheblich gewaltigeren Sternen mit deutlich mehr Temperatur als der Sonne erzeugt und hervorgebracht werden. Wenn in den sogenannten Nova- oder Supernova-Sternen eine bestimmte Anzahl von Eisen übersteigt, kommt es zu einem riesigen Ausbruch und einer gewaltigen Explosion. Das Eisen wird also aufgrund dieser Explosion in das Kosmos ausgegeben. Das Eisen auf unserer Erde hat sich somit aus dem Ergebnis dieses Vorgangs ergeben, genau wie uns der Koran mit dem Vers »Wir haben das Eisen herabgesandt« berichtet. Diese astronomische Information zu wissen, zu der Zeit, in der der Koran herabgesandt wurde, also vor fast 1500 Jahren, ist unmöglich. Wie ist also das Erwähnen dieses wissenschaftlich bewiesenen Wunders im Koran zu erklären? Gibt es eine andere Erklärung, als dass der Koran die Botschaft und Schrift Gottes ist? Außerdem wird in diesem Vers erwähnt, dass das Eisen förderliche Nutzen und Vorteile für die Menschen hat. Zu der Zeit der Offenbarung wurde das Eisen nur für die Herstellung von Schwertern verwendet, da die Menschen die vielen profitablen Dinge von Eisen nicht wussten. Das Eisen ist wissenschaftlich bewiesen selbstverständlich von großer Bedeutung, denn es spielt zum Beispiel bei der Bildung der Sonne und der Planeten eine große Rolle und bildet den wichtigsten Teil des Hämoglobinmoleküls in unserem Blut. Selbstverständlich sind viele weitere wichtige und nützliche Dinge im Eisen verborgen. Jetzt denken wir mal sinnvoll nach. Woher soll ein Mensch, der vor 1450 Jahren in der arabischen Halbinsel lebte, in einer Zeit, wo die Wissenschaften so gut wie nicht existierten, wissen, dass das Eisen von großer Bedeutung für die Menschen ist und es so auf Papier schreiben, dass die eben erwähnten mathematischen Aspekte berücksichtigt werden? Wäre das als Mensch mit gesundem Verstand vorzustellen und nachvollziehbar? Selbstverständlich nicht. Also gibt es nur noch eine Möglichkeit, und zwar die Akzeptanz und Anerkennung des Korans als Wort Gottes.